Mobilität ist kein Luxus. Mobilität ist notwendig zum Leben. Wir müssen zum Arzt oder zum Amt fahren oder uns die Oma besuchen. Diese Dinge sind wichtig und die Ticketpreise hindern uns daran. Geld verhindert, dass wir leben können. Wer sich noch nie entscheiden musste, ob vom letzten Geld eine Fahrkarte oder etwas zu essen gekauft werden soll, kann das Problem vielleicht nicht verstehen. Aber es betrifft Millionen von Menschen in der Bundesrepublik. Wenn die Frage nicht lautet, wohin es in den Urlaub gehen soll, sondern wie ich im nächsten Monat zur Arbeit kommen soll, dann ist das ein existenzielles Problem. Es betrifft unsere Freundinnen, unsere Nachbarn, die Menschen, die hier mit uns heute auf dem Platz stehen. Das Fahren ohne gültigen Fahrschein ist strafbar. Aber unzähligen Menschen bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen kriminell werden, um von A nach B zu kommen. Durch die steigenden Preise wird sich dieses Problem in den kommenden Monaten noch verschärfen. Wie können wir das zulassen? Darum lautet meine Forderung 9 Euro oder weniger. 9 Euro Ticket verlängern oder die öffentlichen Verkehrsmittel für alle kostenlos zur Verfügung stellen. Alles andere führt zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Dankeschön.